Kreis die linke Hand runter von der Mitte ausgehend und die rechte Hand hoch. Gut. So, beide Hände kreisen wieder mittig hoch und so runter. Bloß bekommt ihr einen halben Kreis Vorsprung. Jetzt geht's los. Gut, beide Hände werden mittig runterkreisen, aber eine Hand bekommt einen halben Kreisvorsprung. Ich fange mit der linken Hand an. Jetzt kommt die andere. Ihr denkt, zunächst mal denkt ihr, es geht hier um Koordination. Natürlich geht es hier um Koordination. Aber was noch wichtiger ist, es geht hier um Bauchgefühl. Erstmal habe ich das Problem zu lösen, wie koordiniere ich das? Ja, und dann liegt also der offene Highway vor uns. Dann kommt nämlich das Energiegefühl zum Tragen. Wenn ich das Koordinationsproblem gelöst habe. Gut, und in den Ball rein und stehen, sich zentrieren. Und mal die Beine vertreten. Ja, jetzt kommen, das waren vertikale Bauchkreise, jetzt kommen horizontale Bauchkreise. Der einfachste ist das hier. Es ist ja nicht so, dass ich nur die Hände kreisen lasse. Es ist ja so, dass das ein wahnsinnig starkes Energiegefühl hervorruft. Die Energie liebt Kreise. Die Energie liebt keine Ecken. Die Energie liebt keine Kanten. Die Energie liebt langsam kreisende Bewegungen. Dann kommt sie angeflogen. Dann durchdringt sie uns. Langsam kreisende Bewegung liebt die Energie. Dann erfüllt sie uns, wenn wir ihr das geben. Gut, dann wechseln wir mal die Richtung.
Gut, so, dann bringen wir mal noch ein weiteres Element hinein. Eigentlich das gleiche wie jetzt der letzte Kreis, bloß drehen und so schwingen an den Körper. Rutschen, strecken. Und dann wechseln. Gut. Und dann zwei Kreise von der Mitte ausgehend nach vorn. Und steht euch nicht steif. Wechseln, wenn wir in der Mitte sind. Und wenn wir zusammen sind, anhalten, von der Mitte ausgehend kreisen beide Hände nach vorn, aber nicht gleichzeitig. Die linke Hand fängt an und kriegt einen halben Kreisvorsprung. So. So, jetzt fängt die andere an. Da. Dance with energy. Tanzt mit Energie. Gut. Jetzt wird die andere Hand, die rechte Hand, einen halben Kreisvorsprung kriegen. Von der Mitte ausgehend, beide Hände kreisen nach vorn. Und die rechte Hand beginnt. Ja. Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar beide Hände kreisen nach vorn. Gut. Und jetzt beide Hände zurück. Die hier fängt an. Ja.
Gut. Und sinken. Und Außenkreis. Und mit dies sinken. Ja. Gut. Und dann machen wir mal Himmelskreise. Der erste Himmelskreis ist der hier. Jetzt zeigen meine Handflächen zueinander. Andersrum. Gut. Senken. Dann machen wir zwei Kreise. Gut, andersrum. Gut, und dann gehen wir hier noch auf eine Teilnehmerin ein. Und zwar machen wir die 9 Perlen des Qi. Männer haben die rechte Hand außen, Frauen haben die linke Hand außen. Handteller Mitte, vor Handteller Mitte, eine Hand breit unter dem Nabel. Hände berühren sich nicht. Bauch wird nicht berührt. Gut, wir werden 9 super Medizinen bekommen vom Leibarzt des Dalai Lama. Guter Freund von mir, Leibarzt vom Dalai Lama. Und der hat mir die Herstellung dieser 9 Medizinen verraten. Und wir öffnen mal die äußere Hand. Das ist bei den Frauen die linke, bei den Männern ist es die rechte. So, und jetzt kommt eine Fee, eine Glücksfee, eine heilende Glücksfee, und die legt die erste Medizin da rein. Und zwar prickelt die Hand, sobald die Medizin da drin liegt. Spürt, wie die Hand anfängt zu prickeln. Jetzt hat die Fee die Medizin in die Hand gelegt. Und wir gehen mit der Handkante direkt über den Nabel. Die Hand, die noch vom Bauch ist, die senken wir ein bisschen, runterlassen. Gut. So, und jetzt ohne Berührung. Jetzt schüttet die Pille langsam über den Bauchnabel ein. Da. Ohne Berührung. Und jetzt spürt, wie die Medizin in den Körper sickert. Bis auf die Wirbelsäule. Gut. Die untere Hand. Bei den Männern ist es die linke, bei den Frauen ist es die rechte. So, und wartet, bis die Fee diese Medizin reingelegt ist. Die heilt alle Erkrankungen auf Solarplexus, im Solarplexusbereich. So, und spürt erstmal, die Medizin ist da, die Fee war bei euch, wenn die Hand anfängt zu prickeln. So, und jetzt einschütten. Gut. Und jetzt spürt, wie die Wirkung in den Körper sickert, bis zur Wirbelsäule.
Ohne Berührung. So, und dann die untere, die dritte. Die dritte Medizin. So, und wartet, bis die Fee bei euch war und diese super Medizin für die Brustmitte euch da reingelegt hat. Wie gesagt, diese Medizin sind alle vom Dalai Lama hergestellt und ich habe die Lizenz von ihm bekommen, vom Leibarzt des Dalai Lama. Gut, in den Brustbereich schütten. Super. Einsickern lassen. Gut, die untere Hand. Die vierte Medizin ist für den oberen Brustbereich da. Und einschütten und einsickern lassen. Die fünfte ist für den Hals. Wartet, bis die Medizin drin liegt. Die Hand reagiert. Die fängt an zu prickeln, die wird warm, die vibriert vor den Hals. Die sechste. Kinn, Nase, Kinn, Mund. Die siebte. Nase. Und die achte. Warten, bis die Medizin drin liegt, die Hand reagiert. Himmelsauge. Und die neunte und letzte. Auch Himmelsauge. Auseinanderziehen. Wenden. Die Fingerkuppen bleiben dicht voreinander und im Halbkreis senken. Und den Bauch behüten. Und die Daumen unter den Nabel. Wiederholung. Drei Pillen für jeden Bereich. Morgens, mittags und abends. Ist eine richtige Kur. Gut. Öffnen. Die Hand, die noch vom Bauch ist, sackt mit dem Daumenballen bis unter den Nabel. Und die Hand hier kommt über den Nabel. Die erste Medizin, Bauch. Einsickern lassen. Die zweite Medizin. Solarplexus. Die dritte Medizin. Brustmitte. Ohne Berührung. Die vierte Medizin. Oberer Brustbereich. Die fünfte Medizin. Hals. Die sechste. Kinn, Mund, Zähne, Nacken. Die siebte. Nase, Nasenhöhle, Hinterkopf. Die achte. Himmelsauge für das Gehirn. Und
kommt die neunte. Himmelsauge, Gehirn. Wände auseinanderziehen. Im Halbkreis senken, die Fingerspitzen bleiben dicht beieinander. Und Hand vor Hand. Eine Minute stehen. Ohne Berührung. Wir sind in der Kraft des Ursprungs. Und die Kraft des Ursprungs ist in uns. Weil wir die Kraft des Ursprungs lieben, liebt die Kraft des Ursprungs uns. Wenn wir einen Tropfen Wasser in ein großes Fass Wein fallen lassen, dann verwandelt sich dieser Tropfen in Wein. Lasst euch in das Fass der Energie des Ursprungs fallen und ihr verwandelt euch in die Kraft des Ursprungs. Taucht ein und verwandelt euch. Eintauchen in die Kraft des Ursprungs. Sinken lassen und abspeichern. Wir sind wie ein Tropfen Wasser, der eintaucht in ein riesiges Weinfass. Ein kleines Tröpfchen Lebensenergie taucht ein in ein Riesenfass, gefüllt mit Lebensenergie. Und auf einmal steht uns die ganze Kraft des Universums zur Verfügung. Manche nennen das Universum Gott. Ist doch gut. Sollen sie doch. Gut, das Gesicht reiben, die Beine vertreten und wir tauschen uns aus. Fangen wir mal mit Gabriela an.